Hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit dem Sternzeichen Stier. Ihr könnt euch verschiedene Stierbilder anschauen, Inspiration holen. Ich habe mir eins ausgesucht, der nach vorne guckt. Das ist so dieses typische Stierabbildung. Und natürlich zuerst müssen wir Format aussuchen. Wie groß sollte das Bild sein? Bei mir sind alle Sternzeichen quadratisch, 14x14. Und ihr seid so selber die Künstler, ihr probiert was alles selber und dann könnt ihr dann auch selber entscheiden, was für Format ihr nimmt. Wichtig ist, wenn wir anfangen zu zeichnen, wie wird die Komposition aufgebaut, und hier steht mein Stier praktisch auf die Erde und das könnte ich als erstes in diesem Fall machen. Okay, hier kommen zwei Beine, hinten kommen zwei hintere Beine. Ja, in oberen Bereich oben links setze ich den Symbol von Sternzeichen wieder. Das ist so wie, das ist praktisch so wie Halbkreis. So. Und dann oben drauf haben wir die Hörner, aber anderes als bei wieder. Das ist so praktisch wie eine Welle. Das ist der Element von Sternzeichen Stier. Und in jedem Bild benutze ich diese Elemente, damit man auch sofort erkennen kann, okay, das ist Element von Stier. Und das gehört dazu, dass es das hier um die Sternzeichen geht. So, jetzt hier kommen die vorderen Beine, hier die hintere. Der Stier ist so eine so große Figur, ja, kann man das sehen. Und wenn wir das so sehen, hier könnte man ein Oval zeichnen. Das ist praktisch hier in die Mitte vom Bild, ein bisschen nach rechts geschoben, zeichnen wir ein Oval. Und mehr eigentlich nicht, ja, bis zu dieser Linie. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ungefähr von da ein Oval. Und der Oval ist so ein bisschen schief, ja. Das ist hier so ein bisschen geschoben. Und so ist das der Körper von unserem Stier. Und es ist auch hilfreich, wenn wir, das ist dann so den Rücken von unserem Stier. Und hier machen wir ein kleines Oval, was nach unten ein bisschen schmaler wird. Das ist so wie bisschen so wie Dreieck, kann man so sagen. Hier kommt Kopf von Stier, ja. Was man auch machen kann, die Hörner, weil es ist besser, dass wir die Hörner halt weiß lassen, ja, dass wir da möglichst keine Farbe da kommt. Aber auch wenn, auch nicht so dramatisch. Wie gesagt, das ist hier eine besondere Art von Kunst, wo die Farbe für uns arbeitet. Insoweit, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn da ein paar Klecksen kommen. Das ist alles, ja, von der Komposition. Was ihr auch noch machen könnt, ein Bein, damit der Stier springt, dass die dann hier so weiterkommt. Der zweite wird daneben sein. Mehr ist das nicht. Wichtig ist, dass wir diese Bewegung haben. So ziemlich großen Körper, relativ kleines Kopf und dann die Beine nach vorne. Den Rest machen wir mit unserer Farbe. Und da wir unsere Zeichnen oben haben, würde ich mit Zeichnen anfangen und dann zeige ich euch, wie der Stier zustande kommt mit unseren Klecksen. Wir machen erstmal diese Bogen. Man kann mit Punkt anfangen, ohne Druck anfangen, damit die Linie interessanter wird. Bisschen Druck ausüben und dann loslassen und dann Punkt. Und dann unten auch, man kann oben dünnere Linie machen, unter dickere oder andersrum. Immer wieder mit unterschiedlichen Formen zu arbeiten, mit unterschiedlichen Linien. Es ist im grafischen Bereich ganz gut, weil so entsteht eine interessantere Grafik. Und man kann auch sagen, okay, anhand dieser Linie kann ich mir so denken, dass zum Beispiel, das sind so die grafische Regeln, mache ich hier so ein bisschen dicker, dass zum Beispiel Licht von oben kommt. Deswegen ist die oben die Linie ein bisschen dünner und unten ist die Linie ein bisschen dicker. So ist das die grafische Sprache. Und jetzt kommt die interessanteste, ja. Wir nehmen unsere Farbe, schütteln wir die und wir setzen das zum Beispiel im Bereich da, wo die Beine kommen, bisschen dicker, da, wo die Hörner kommen, vielleicht bisschen dicker und hier bei den Rücken. Der Kopf und so würde ich sagen, naja, machen wir hier einen Punkt.
besser dann mit dünnen Pinsel ausarbeiten, aber so einen Punkt habe ich gesetzt, mal gucken, was da rauskommt. Und dann pusten wir nehmen unsere Strohhalm und pusten das einfach, und ich würde das hier noch ein bisschen, hier auch ein Klecks machen, damit es mehr Linien dann entstehen. So, und dann puste ich einfach so und gucken wir, was da passiert. Wenn man ein bisschen fester pustet, dann passiert ein bisschen mehr. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Farbe genommen. Aber das ist jetzt schön. Und jetzt wollte ich nach da, das ist wie gesagt Element Erde, dass das da von hinten wie Staub auf der Erde kommt. Und ab und zu, wenn der mit Strohhalm nicht mehr geht, könnte man, weil ich habe hier zum Beispiel ganz viel Farbe noch, kann ich auch einfach mit dem Mund pusten. Und wie ihr seht, da sind noch ein paar Elemente entstanden. Das ist jetzt so diese Bewegung nach oben. Und danach, hier würde ich auch jetzt ein bisschen pusten, mal gucken, was da passiert im Kopf. Auch schön, eine Linie, das ist so diese Mitte von der Kopf zeigt. So, dann nehme ich meine dünne Pinsel und ich gucke, okay, was kann ich daraus machen? Das ist jetzt hier tolle Linie, das ist jetzt Rücken von meinem Stier. Und hier würde ich diese Linie so oben, wir haben gesagt, von oben kommt Licht, unten sind die Schatten. Dann mache ich diese Seite von Körper von Stier ein bisschen schmaler. Hier haben wir unsere Hörner gemacht, gezeichnet. Die können wir jetzt zum Geltung bringen. So richtig vorzeichnen. Oben dünnere Linie, unten ein bisschen dickere. Ein Horn ist fertig. Dann würde ich jetzt hier die Farbe nehmen und dann für den zweiten Horn. So, und auch obere Linie ein bisschen schmaler. Der untere ein bisschen dicker. So. Und Kopf von Stier, habe ich gesagt, das ist dann so ein bisschen wie ein Dreieck. So, hier ist ein bisschen weniger, das ist so dieser mittlere Teil von Kopf. Durch diese Linie ist das entstanden, finde ich das richtig gut gelaufen. Und hier machen wir die andere Teil und so ist das der Kopf von Stier fertig. Und jetzt brauchen wir nur den Körper. Obere Linie mache ich wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Ich fange hier unten an und mache dann hier eine ganz dünne Linie, die dann so gelaufen ist. Und die paar Linien ziehe ich nach oben. Und jetzt, so hier mache ich das auch dunkler, kommen dann unsere Beinchen. Hier kommt eine, das ist nur ein Strich praktisch, der nach unten geht, so nach vorne. Und da hinten von diesem Teil machen wir auch noch einen Strich, der dann so geht. Und was auch interessant ist bei Stier, der hat diese Hüpfer, das könnte man hier unten einfach so schwarze Flecken machen. Mehr nicht, einfach die Bewegung so ein bisschen zur Seite, zack, mehr ist das nicht, ja, mit dem Pinsel. Und natürlich, damit die Beine nicht so dünn sind, dann ein bisschen dicker von Beinen angeben. Und da hinter der Kopf sehen wir dann auch noch zwei Beinchen, kann man hier auch so machen. Und hier kommt der zweite. So, und damit unser Stier dann richtig auf dem Boden steht, mit beiden Füßen und hier mit vordere, wie gesagt, das ist Element Erde. So, jetzt ist unser Stier fertig, die Beine stehen und wir brauchen praktisch nur den Schwanz vorzuzeichnen. Wir können das natürlich frei mit Pinsel gleich machen, aber es ist vielleicht besser, wenn er das einfach mit Bleistift erstmal vorzeichnet. Das geht so von hinterer Seite, ja, und das sollte schwungvoll sein bis zum Element des Stiers und dann rauskommen. Deswegen würde ich vorschlagen, ihr zeichnet das erstmal mit Bleistift vor. Das ist so schwungvoll, so ein bisschen rund, dann fast geradeaus in unsere Sternzeichen und dann kommt das dann so raus, ja? Und die zweite Linie könnte man dazu machen und hier so ist das, wie gesagt, kleine Hilfe, wenn ihr das freihändlich machen könnt gleich, das ist auch super, aber so ist vielleicht ein kleines Tipp, könnte man auch so machen. Und natürlich werden wir das mit
Pinsel einfach vorzeichnen, weil die Pipette ist zu dick dafür. Und von hinten nach vorne, so von der Spitze hier, diese Linie so dünn ziehen zu dem Körper von Stier und dann geht es dann rein. Und natürlich, so ist der Schwanz ein bisschen zu dünn, dann würde ich die zweite Linie noch dazu machen und den Schwanzspitze so ein bisschen fülliger. Das könnte man dann hier so machen und dann die Linie einfach weiterziehen, ganz dünne mit Spitze. Oder wie gesagt, ihr könntet das auch mit Feinliner machen. Wichtig ist, das Stift sollte permanent sein. Und am Ende, wenn die Zeichnung fertig ist, sucht ihr einen Platz, wo ihr eure Unterschrift setzt. Bei mir wird das in diesem Fall unten rechts sein. Und ich unterschreibe meine Bilder mit Pinsel, aber es gibt auch Signierstift. Wenn er sagt, ach, das ist mir alles zu fein, könnte man auch mit Signierstift das Ganze unterschreiben. Und ob ihr ja schreibt oder nicht, das ist auch eure Entscheidung. So, so ist das Bild fertig. Dann lassen wir das trocknen und nach dem Trocknen geht es weiter mit Aquarellmalerei. So, meine Lieben, jetzt ist unsere Zeichnung fertig. Wir haben das schon mit Farbe, mit der Tusche alles ausgearbeitet. Und es ist wichtig, dass das alles vollständig trocken ist. Dann, wenn ihr seht, noch irgendwo sind noch die Bleistiftreste, das radieren wir dann weg. Und danach vorsichtig, wenn die ganze gezeichnete Reste weg sind, dann mit unseren Küchenrollen wegwischen und mit Farbe anfangen. Der Stier gehört zum Element Erde, deswegen habe ich diese drei Farben ausgesucht. Das sind die warmen Farben. Einmal haben wir warmes Gelb, das ist die Cadmiumgelb. Faszinierend bei Aquarell ist das so, dass wir, je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird die Farbe. Wenn wir weniger Wasser nehmen, dann leuchtet die Farbe richtig. Bei Orange sieht man das noch mehr, weil der Kontrast einfach größer ist. Und natürlich die dritte Farbe, was ich ausgesucht habe, das ist die Englischrot. Dann ist das Kontrast noch mehr. Und so könnte man diese Faszination Aquarellfarbe live erleben, wie die Farbe ausspringt und wie sie sich verändert. Wie gesagt, je mehr Farbe, desto dunkler der Ton, je weniger Farbe und mehr Wasser, desto heller der Ton. Bei dem Stier würde ich das wirklich so machen. Unten haben wir diese dunklere Farbe. Dann würde ich wirklich hier ausnahmeweise mit Dunkel anfangen und in hellere gehen, weil diese Farbe, die springt einfach so fantastisch und ich wollte, dass ihr dieses Effekt einmal auf dem Bild mitverfolgt. Und sonst empfehle ich euch immer, das auf Papier ausprobieren, wie die Farbe sich benimmt. So, jetzt haben wir hier so diese Farbe eingebracht. Jetzt nehmen wir nur Wasser und wir gehen vorsichtig mit Wasser auf die Spitze von Farbe und wir gucken, was da passiert. Wie ihr seht, die Farbe fängt an zu fließen und wenn ich hier noch mehr Farbe mache, dann fließt das noch weiter. Und so haben wir einen tollen Übergang von dunkel zu hell. Und jetzt können wir natürlich noch, da das Erdfarben sind, noch ein bisschen Orange dazu machen, nur auf eine Seite, hier vielleicht eine Bein wird auch orange sein, diese vordere Beine würde ich dann mit Orange machen und hier ein wenig von gelbe Farbe, zack, damit wir sehen, hier kommt das Licht. Hintere Beine lasse ich mit Weiß, aber hier auf dem Kopf denke ich mir, da könnte man auch noch leicht mit Orange arbeiten, damit wir diese Schattierung sehen. Und ich überlege, der Schwanz würde ich mir auch mit leuchtenden Orange anmalen, aber nur die Spitze und nur der Anfang, damit es alles nochmal mit Licht bearbeitet ist. Und natürlich steht unsere Stier auf der Erde. Dann nehmen wir ein bisschen dunklere Farbe, machen wir hier zwei impressionistische Linien und so ist das Ganze fertig.
Ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Bilder, auf eure Farbverlaufe. Und mit diesem Bild ist unsere Serie Sternzeichen beendet. Aber die Reise wird noch weitergehen. Ich habe noch gesagt, wir würden das mit Gesichtern arbeiten und so weiter. Ich bin gespannt, was ihr über diese Technik erzählt. Und bis zum nächsten Mal, eure Albina.